Es gibt einige Texte im Koran, die zwar nicht direkt das Thema Abrechnung mit sich selbst beinhalten, aber die in einer gewissen Art und Weise darauf anspornen. Wie zum Beispiel die Aussage Allah Ta'alas: يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. An jenem Tag, an dem jede Seele das, was sie an Gutem getan hat, vor sich finden wird. وَمَا عَمِلَتْ مِنْ سُوءٍ تَوَدُّ لَوْ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَهُ أَمَدًا بَعِيدًا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ. Und das, was sie an Üblen angestellt hat, sie wird sich wünschen, ja, die Seele des Menschen, sie wird sich wünschen, dass zwischen ihr und ihm, also dem Übel, eine weite Entfernung läge. Das deutet darauf hin, auf eine gewisse Form der Abrechnung. Und du kannst nicht wissen, was du an Gutem und Schlechtem getan hast, wenn du nicht die Bilanz ziehst. Und deswegen sagt auch Allah Ta'ala ein anderer Vers, der ebenfalls suggeriert, dass man mit sich selbst abrechnen sollte und sich selbst beobachten sollte. Die Aussage Allah Ta'alas: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Und an dem Tage, an dem die Waagschalen der Gerechtigkeit aufgestellt werden. Waagschalen der Gerechtigkeit, weil da niemanden auch nur im Umfang eines Kornes Unrecht zukommen wird. Und dann sagt Allah Ta'ala: Und wenn es auch nur das Gewicht eines Senfkornes hat, werden wir es vorbringen. Ja, und es wird nichts entgehen. Weder Schlechtes, wenn man Schlechtes im Gewicht eines Senfkornes getan hat. Senfkorn, das ist ein Ausdruck in der arabischen Sprache für etwas Winziges, was man beinahe nicht sieht. Wie auch in anderen Stellen das Wort Zarra vorkommt. Mit Zarra ist die winzige schwarze Ameise gemeint, die du ja fast nicht erkennen kannst, wenn du nicht genau hinschaust. Also er sagt, wenn es nur einem Senfkorn entspricht, werden wir es hervorbringen. Ja, ein Gutes oder Schlechtes. Und diese Verse, derartige Verse machen einem zwar große Hoffnung, aber auch zur gleichen Zeit viel Angst. Denn besonders diese banalen Kleinigkeiten, wenn es schlechte Handlungen sind, beachtet man gar nicht oder man zählt sie selbst gar nicht. Man zählt sie selbst gar nicht. Das ist tatsächlich in der Realität so. Die meisten Menschen, wenn man von Sünden spricht, dann sprechen sie von denen, das, was ich mal Kapitalverbrechen genannt habe. Erinnert ihr euch? Diese ganz großen Sünden. Aber die ganzen kleinen Sachen, die zählt man gar nicht mit. Aber genau hier liegt ja die Gefahr, denn deswegen sagt der Prophet sallallahu alaihi wasallam in einem Hadith, in dem er dazu ermahnte, dass man diese Kleinigkeiten nicht auf die leichte Schulter nehme. Er sagte, ein großes Feuer entsteht auch aus viel kleinem Brennholz, das man zusammenbringt.